Da geht er hin, unser Flieger. Hallo, willkommen zurück. So, wir machen weiterhin unsere Schicht. Habe ich ja versprochen, dass hier mal, wie gesagt, eine ganze Serie von unserem richtigen Arbeitsalltag hier demonstriert wird. Kopfhörer können wir wieder ausziehen. Ja, der ist weit genug weg. Jetzt müssen wir das hier natürlich nur anwählen. Im Moment wären wir on time, alles gut. Die Fluggastbrücke. An 15R. Aber das kann ja jetzt nur die Treppe sein. Oder reicht das bis dorthin? Das glaube ich nicht. Weil das ist jetzt... Das reicht niemals. Na, mal gucken. Nie sagen, ne? Zuckt gerade das Bild ein bisschen. Sind ein bisschen unter Strom. Mal gucken, ob wir so weit rauskommen. Ein bisschen runter müssen wir eh. Na, wir kommen hin. Ja, aber in Frankfurt habe ich auch. Da gibt es auch eine Brücke. Da gibt es auch so eine 15. Ne, nicht 15, aber da gibt es eine andere Nummer. Mit A und B gekennzeichnet. Und wenn B genutzt wird, ist die Brücke sehr, sehr lang. Ne, da gibt es einen weiten Weg zu laufen da drin. Aber geht. Ein bisschen rüber. Ja, die Räder wieder ganz langsam ohne. Oh. Gegen was sind wir dagegen gefahren? Es war nur das Flugzeug. Gut. Dann ist es halb so wild. Ist ein bisschen höher. Ne, müssen so hoch sogar. Oder aber es ist wirklich die Treppe gemeint und er erkennt das nicht an. Das weiß ich nicht, wie das Game jetzt hier programmiert ist, ne? Jetzt, doch, geht doch. Tür auf. Na also. Muss halt sich nur langsam herantasten. So. Die Treppe ist doch angebracht, die Treppe. So. Ist ein sehr weiter Weg. Ja, aber das ist nicht ungewöhnlich. Kommt wirklich mal vor. Passagiere müssen erst rein, aber ich mache hier erstmal die Luken auf. Und der Gepäckwagen kann dann eigentlich schon in die Gepäckkammer des Schreckens fahren und so weiter. Ja, ein bisschen zu weit. Da muss ich mal gucken, dass das Band ein bisschen tiefer ist wie die Tür. Aber ein bisschen näher schon. Oh, das ist nur ein bisschen. So. Ja, ein bisschen höher können wir noch. Das ist okay. Weil, wenn ich da reinkrabbele und das Förderband ein bisschen so hoch, komme ich schon rein. Habe ich schon gemerkt. Machen wir nochmal aus. Ich muss ja erst noch das Zeug holen gehen. Machen wir hier die Tür noch auf. Ah, ist sie schon. Muss unbedingt tiefer sein. Wie gesagt, schon komme ich echt in Schwierigkeiten. Band läuft. Ist auch nah genug. Okay. Dann nehmen wir unser Gepäckwagen, fahren schon mal in die Gepäckausgabe. Ja, das will er das Kabinendach schon wieder. Das ist doch zu schnell, Leute. Gebt doch die Leute. Da werden noch Papiere vom Gate runter zu der Crew gebracht und alles Mögliche. So schnell geht die Brücke auch schon wieder nicht weg. Halt. Wir sind hier ganz unten am Ende. Da sind die Doppeltüre. Können wir auch reinfahren. Also man muss echt stehen bleiben. Der rollt. Solange ich hier reingucke, keine Kontrolle. Das nehmen wir das Gepäck als erstes. WA06.
Also in diesem Modus kann man stundenlang weiterspielen. Es hat kein Ende. Es ist unendlich. Das ist echt alles unendlich, was hier passiert. Ne, wenn es dann draußen bei euch zu Hause wirklich dunkel wird, wird es in dem Game auch dunkel. Ob das Wetter sich flexibel anpasst, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ihr könnt es unten auf reell schalten. Und mit Wetterdate fängt dann auch an. Also wenn es Regen ist, dann kommt hier auch Regen an. So, hier darf man nur so rum reinfahren, aber hier wird wahrscheinlich unser Gepäck ankommen. Müssen wir nochmal hier durch. Also ihr könnt hier wirklich einen ganzen Berufszweig über Stunden simulieren. Ihr könnt aber auch am Frankfurter oder am Flughafen arbeiten. Dann habt ihr dasselbe. Ne? Wenn ihr dann keinen Bock mehr habt, geht ihr raus. Und da gibt es auch keinen Fortschritt, der gespeichert wird, sondern da machen andere Kollegen halt weiter. So machen die das auch. Was haben wir denn hier überhaupt? 18, da ist nicht so viel. Kriegen wir wieder auf einen Waage eigentlich drauf. Zack. Was fehlt hier noch? Was kann man hier noch erweitern in dem Game? In der Simulation. Jetzt muss man es ja wirklich mal so sagen, wie es ist. Was würde hier noch fehlen? Flughafenfeuerwehr. Ne? Dass ein Flugzeug am Zumutern reinkommt, der hat einen Noteinsatz. Der muss nicht brennen. Also Feuerwehr bedeutet nicht, ist gleich Feuerlösche. Sondern die haben hier ein ganz anderes Aufgabegebiet. Sondern nur, dass sie zur Sicherheit mitfliegen. Sagen wir, dass einer sagt, das Fahrwerk klemmt ein bisschen und so weiter. Und während das Flugzeug im Landanflug ist, ist die Feuerwehr dann bereit. Falls was ist, zum Beispiel. Haben wir noch eine kleine Tasche zum... Naja, komm, müssen wir halt an, ist der Bauer. Ist egal. Ne, also... Flughafenfeuerwehr ist hier machbar. Zoll. Ne, dass hier... Wenn ich zum Beispiel jetzt als Gepäckfahrer die Gepäckstücke aus dem Flugzeug hole, gibt es nicht selten die Anweisung Zollkontrolle. Das heißt, dann darf es nicht drüber am Gepäckband abladen für die Leute, sondern dann werden die irgendwo an einem Spezialband rausgeholt und werden die nochmal geröntgt vom Zoll. Das wird vor allen Dingen bei Koffer gemacht aus verschiedenen Ländern, wo die Zoll in der Regel etwas erwarte, wo geschmuggelt wird oder sowas. Also hier gibt es noch viele, viele weitere Bautreuung und Aufgaben, ja. Theoretisch Tiertransport. Ganz ehrlich, ich mag's nicht. Ich mag's überhaupt nicht, dass Tiere überhaupt im Flugzeugbauch unten mit so einer Box eingeladen werden. Da unten ist niemand. Da guckt keiner nach dem Hund. Also glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Ich meine, es gibt Flugzeuge, da können die von oben von der Crew nach unten in den Gepäckraum. Aber beim Jumbo oder sowas, ne? Aber bei anderen Flugzeugen, da ist niemand bei dem Hund. Das heißt, der sitzt da unten. Je nachdem, wie lang der Flug ist, sitzt er so lange allein da unten. Der kriegt, glaube ich, Fresse oder irgendwas hingestellt. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es trotzdem, ich mag es einfach nicht. Leute, Mensch, wenn ihr Tiere habt, dann ist das halt nichts mit Fliege. Also, die kleinen Hunde habe ich oft gesehen, die haben so, die Dame dann oft so kleine Taschen, wo der Hund mit in der Tasche mitfliegt. Das ist schon mal besser, weil der Hund hat wenigstens Kontakt zum Besitzer. Aber was trotzdem wegbleibt, und das ist ganz klar, was ist, wenn er mal strollen muss, der Hund, ne? Das ist schon krass, ne? Die Hunde, die sind so froh, wenn sie rauskommen, dass sie erstmal die Blase entleeren können, aber so ein Airport, bis man dann erstmal draußen ist, da gibt's nichts. Bis der Hund dann die Gelegenheit hat, das Bein zu heben. Also, ich find's brutal, mit Tiere reise. Aber es ist halt wieder der Mensch, ne? Der Mensch sein Wille. Müssen andere ausbauen. So, hier ist ganz einfach 9-9. Sind wir nah genug? Ja, das ist okay. Aber ich wieder nicht nah genug, habe ich wieder was zum Schleppen. Top, der ist reingerutscht, jawohl.
Kommen wir der Sache schon mal näher. Oh Mann, jetzt bin ich vom Band geflohen. Kann ich im Hocke springen? Ja, klar können wir das. Hier bei der Böing muss man aufpassen. Das ist mir schon so oft passiert jetzt. Im Teste. Ich will den Koffer greifen und habe versehentlich F gedrückt beim Schließen. Wenn die Tür von innen zugeht, kann man von innen nicht mehr aufmachen. Aber man kann ja natürlich übers Pad rausspringen ins nächste Fahrzeug, dann ist man wieder draußen. Aber nur doof, ne? Vielleicht bist hier einseitig, dass immer nur die eine Taste genommen wird. Ja, das müsste es gewesen sein. Ja. Warte mal, dass wir mal laufen. Das habe ich schon zugemacht. Naja, gut, der wird jetzt runterfallen. Ja. Die Koffer reagieren ab sofort. Also, Falle, wenn es so schnell in die Kurve fährt, da kann schon was passieren. Ob so, halt. Förderband noch einmal. So. Es wird ja auch gesagt, wenn ich einen Passagierbus fahre, langsam fahren, weil die Passagiere hinten, die können wirklich umfallen, ne? Ich hab's noch nicht probiert. Ich weiß auch nicht, ob es eine Folgereaktion gibt. Aber das kann sein, dass es genau das ist, woran die Entwickler noch arbeiten, ne? Ne? Bumm, wieder angeschlagen. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, ne? Wenn ich nur gehen. Seht ihr, wie ich da war? Das ist also. Der ist schon schwerer wie ich. Also, ne? Also. Gleich ein bisschen ungewöhnlich noch. Auch das geht jetzt schon viel, viel schneller wie vorher. Aber da war, muss ich echt sagen, da war das Gamepad jetzt schuld. Und bevor jetzt irgendjemand mich wieder irgendwann mal anschreibt und fragt, kann man das auch mit Lenkrad spielen? Das geht. Habe ich gesehen, die Einstellungen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist kein Fahrspiel. Auch wenn hier viel gefahren werden muss, das ist unnötig. Ihr habt hier mit der Hand, mit der Maus viel mehr Dinge zu tun. Da ist es besser ohne Lenkrad. Und wie ich ja auch festgestellt habe, ohne Pad. Einfach mit der Tastatur ist das wunderbar zu spielen. Gibt es eigentlich einen neuen Auftrag? Wo ich mal hin? Ja, Ankunft an 15L. Oh, der kommt direkt neben dran. Der kommt neben dran. Moment, wenn das R ist. Ne, dann bleiben wir mal hier stehen. Dann wird er wahrscheinlich da. Der wird. Na, ich muss mal ein bisschen schneller laufen. Das hier ist L. Der kommt direkt neben dran. Können wir hier in der Nähe bleiben, nur es muss hier erstmal geräumt werden, also muss erstmal Platz. Ich hoffe, das reicht, ne, dass er wieder meckert. Dass die Fläche noch nicht frei ist. Und die Klappe schon mal zu. Ja. Auch hier die Klappe zu. Das hat man zu mir früher öfters gesagt, Klappe zu. Wer ist denn das? Edvard Munch, Norweger. Muss man mal googeln, wer das ist. Und vor allen Dingen, ob die Flugzeuge wirklich so einen Edvard Munch auf dem Ding haben. So, jetzt muss natürlich die lange Kabine wieder zurückgefahren werden.
So, Tür geht wieder auf. Hier gibt's übrigens, ich weiß nicht, ob es Flughäfen gibt mit Türe, aber bei uns ist ein Rollator. So ein Kunststoff-Plexiglas-Rollator sozusagen, ne? Man kann durchgucken, aber, ja. Ist aber nicht so wichtig. So. Das war's. Unser Zielendpunkt sehen wir noch gar nicht, so weit weg sind wir. Da ist er. Also wie gesagt, ein paar Folgen mache ich jetzt so im einen Schichtbetrieb, ne, und also ich mache die jetzt an einem Stück, dass ich nicht immer wieder ein neues Spiel beginnen muss. Ah, okay, Hilfsfichte hat jetzt automatisch gestartet. Interessant. Gut, komm mal ein bisschen schneller voran. Den kann man nicht wegfahren. Mein Pushback-Fahrzeug hole ich schon mal her. Da stehen wir doch. Ja, ich könnte natürlich auch vorwärts fahren, aber das ist natürlich mit der Deichsel vorne dran blöd. Fahr ich halt rückwärts. Ja, jetzt muss ich hier erstmal einiges tun noch. Die kann man schon mal mitnehmen. Bei der Gelegenheit. Dahinter steht keins, da ist auch keins. Gut. Boah, die stehen aber weit weg. Ja, das ist ein Doppelgate, ne? Mit A und B. Ja. Da stand keins, ne. Gleich weg damit. Wie macht man das jetzt? Ne, komm jetzt. Was ist denn mit die? So, jetzt haben wir sie wenigstens an einem Stapel. Zack. Haben uns die Zeit auch noch genommen. Ist der eine schon gelandet oder nicht? Um 15:09 Uhr. Nee, noch nicht. Boah, wir sind gut in der Zeit. Und das aber noch einen Abflug zu machen. Der wird zu spät. Nee, das ist derselbe Quatsch. Der kommt 15:11 Uhr und genau das wird wieder fertig gemacht. Wir sind on time. Sehr gut. Mit dem erstmal ein bisschen wegfahren. Die Unterlegkeile weghole. Und auch die wieder zurücklege, weil die müssen ja wieder gefunden werden, ne? Da sind schon welche drin. Mal gucken, ob wir sie hier hinschmeißen. Nee, kann man nicht. Ja, was soll ich denn jetzt hinlegen? Dann behalte sie. Seltsamerweise kann ich die immer eingesteckt. Ach, da ist auch noch eine Box. Ach so, da bin ich ja viel zu weit gerannt. So. Ne, da wollen wir nicht rein. Also in so ein Schlepper mit Allradlenkung ist natürlich noch empfindlicher, ne? Finde ich. Aber auch wendiger natürlich, ne? Sind wir nah genug dran, okay.
Wieder ein schneller Check. Die Tür ist zu, alles okay. Keine Beschädigung. Keine Beschädigung. Keine Beschädigung, nix. Auch gut. Okay. Die Flügelspitze hier. In Ordnung. Ach so, was hier noch fehlt, technisch, was erweiterbar ist, De-Icing. Das ist gerade im Winter wieder Thema. Um die Flugzeuge von Eis befreien, müssen die Maschinen her, um das ganze Ding von Eis zu befreien. Ne, also da ist noch viel möglich. Unheimlich viel. Absolut ausbaufähig. Achso, dass gerade dem Pilot Bescheid sage. Wie wartet auf die Pushback-Freigabe? Das hatte ich schon mal. Auf was wartet der da? Moment, wann soll der eigentlich abfliegen? Abflüge? Da bin ich mehr dran. 14.12 Uhr. Ja, wir sind ja schon eine Stunde zu spät. Da habe ich auch nicht kapiert. Nur Spieleaufgaben. Jetzt ist das Flugzeug gelandet, was hierher muss. Ich glaube, das gibt wieder ein Problem. Weil da habe ich schon erlebt, der muss auf die Position. Jetzt wäre es doch eigentlich simpel, dass der weg muss. Oder muss ich... Soll ich gleich mit dem nochmal ein bisschen zurückfahren? Nee. Also wie gesagt, ich hatte das Problem, dass ich einmal das Follow-Me-Fahrzeug nicht benutzen konnte. Also ich war vorne vom Flugzeug ganz normal, so wie im Tutorial eigentlich gemacht. Es gab auch nichts so drücke. Ich habe das Follow-Me eingeschaltet, aber er ist mir nicht nachgeholt. Und warte auf die Pushback-Freigabe, das verstehe ich jetzt auch nicht. Weil das immer so lange dauert. Ne, und da hat man immer so ein bisschen Angst, als wäre das Spiel eingefroren oder so, aber das verstehe ich nicht. Ist dann irgendwas, was ich vergessen hätte? Wäre irgendwas da, was vergessen worden ist? Weil der muss, das Flugzeug, was jetzt kommt, muss auf diese Position, kann er aber nicht mehr, wir blockieren doch noch. Kann man noch nicht anhängen, nee. Habe ich irgendwas übersprungen? Da ist alles fertig. Nee. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Der ist eigentlich jetzt schon viel zu weit gerollt. Der hätte noch viel weiter vorne auf dem Taxiweg stehen bleiben müssen, weil mir den erstmal wegschieben müsse. Ah ne, der geht auf die. Da, hier ist die Linie, die 15L. Kann sein, dass er jetzt wartet, bis der hier stehen geblieben ist.
Das werden wir jetzt gleich sehen. Also wir werden gleich sehen. Ob der dann die Freigabe bekommt. Wäre cool. Wäre ja dann auch realistisch. Ich dachte nur, das wäre die Linie hier. Weil dann passiert das, dann geht das natürlich nicht. Er bleibt da stehen. Ja, tatsächlich. Jetzt muss ich das andere wegschieben, aber wir geben ihm erstmal hier Sicherheit. Die Keile holen wir auch. Die Hütchen. Und ganz ehrlich, normalerweise würde ich jetzt sofort auch die Brücke hinstellen. Und die Stromversorgung herstellen, das machen wir auch. Weil das wäre dann auch wieder Realität, ne? Was macht denn der? Fährt der auf Rollschuh oder was? Wo will der überhaupt hin? Wohin des Weges, Kollege? Zwei Hüte brauchen wir, glaube ich, nur noch. Ja. Da, das haben wir das gemacht, was tatsächlich so eher alle erst gemacht werden muss. Und Strom geben wir den auch schon. Aber das ist trotzdem. Jetzt rolle ich durch das Flugzeug durch. Warum steht er überhaupt so schief auf einmal? Oder war der so? Nee. Aber ich rolle durch das Flugzeug durch. Das ist, also das ist unrealistisch. Na, schade, ne? Das hat er dem Vorrang gegeben. Und trotzdem, naja, passt aber nicht. So, jetzt schieben wir den aber zurück. Ja, wir kommen mit dem Flügel jetzt in seine Flügel rein. Warum steht er so schief auf einmal? Warum habt ihr nicht angehängt? Der steht total schief auf einmal. Ja, wir hängen dran. Ich versuche ein bisschen gerade zu stellen. Also wenn wir jetzt gestoppt werden, wenn wir an dem Hänge bleiben. Wir gehen durch. Naja, das sollte eigentlich nicht passieren. Also das andere Flugzeug hätte definitiv warten müssen auf der Taxiwege, bis wir hier das zurückgedrückt haben, um die Position frei zu machen. Was macht der Typ dahinter eigentlich? Wollte er das andere Flugzeug positionieren und ist schief gegangen oder gehört er zu uns schon? Wollen wir ja sehen. Ja, sollte reichen, genau. Ja,
Triebwerke starte schon. Wunderbar, könnte ich mein Flugzeug abnehmen, könnte ich einen Airbus hier abfertigen, komplett. Koffer belade und so weiter, Gäste einlade. Und dann in den Flugsimulator gehen und dort den Flug selber machen noch. Irgendwie schiebt sich das gerade ein bisschen, das Flugzeug. Macht er die Klappe zu. Zack. Sehr schön. Bypass bin noch raus, komm. Ich muss weg. Ach, lauf doch nicht immer. Ich kann schon nicht über die Deichsel steigen, Mensch. Komm, mach, das Flugzeug dreht sich schon. Der ist weg. Da kommt er doch. Okay. Schnell die Kopfhörer aufziehen, so wird laut. Kann man dann hier wieder in der Nähe bleiben? So, das Flugzeug wäre abgefertigt, ne? Ist verschwunden von unserer Liste. Was ist das? Bremsspur? Also das ist... Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Kann so nicht passieren in Wirklichkeit. So, da sind wir jetzt hier. Ja, Bypass-Pin fehlt noch, genau. Nehmen wir trotzdem schon mal was mit, wenn wir schon dahin laufen. Das auch noch schnell. Dann haben wir das schon mal in der Nähe. Und der Gepäckwagen muss ich hier dann. Ja, doch, der muss hier erstmal ausladen, genau. Ja, das habe ich dreimal eh gedrückt. Vielleicht nicht richtig gedrückt. Kann man falsch eh drücken, weiß ich gar nicht. Machen wir erstmal, dass es hier weitergeht. Ich muss die Fluggastbrücke noch dran machen. So, der Pin haben wir eingesetzt. Ach, das ist auch noch nicht gestoppt. Ich hab doch den Strom. Strom läuft hier schon, ja. So. Ja, halt die Ladetür mal auf. Machen wir sie gleich richtig auf. Ich glaube, ich fahre erstmal die Fluggastbrücke hier dran. Kann sein, dass der jetzt stört. Machen wir ihn ausnahmsweise mal weg, aber es kann sein, dass der ein bisschen mit Füßen steht da unten. Winkel. Nee, muss noch in die Richtung bis hier. So weit weg. Müssen wir. Jawohl. Zack. Ne? Geht doch noch eigentlich. Geht eigentlich ganz gut jetzt. Erstmal die Klappe richtig auf.
So, wir wissen ja, erst muss hinten ausgeladen werden. Schon haben wir vorne Gewicht rausgenommen und das Flugzeug könnte nach hinten wegkippen. Ist kein Witz, ja? Ist halt so, ne? Ups, ist ein bisschen zu nah. Okay, das reicht. Und Richtung Ende nach unten, jawohl. Oh, jetzt springe ich aber hin. Da ist er. Was machen die dahinter? Also das ist ein Bug, muss ich leider jetzt sagen, ne? Weil normalerweise verschwindet die. Warum auch immer die dahinter noch stehen, ich weiß es nicht. Unser anderes Flugzeug startet gerade. So, dann machen wir die Richtung gleich wieder nach oben, wird die gleich wieder beladen. Aber der Motor aus, dauert hier noch ein bisschen. Jetzt muss ich, oh, so, geh in die Knie, genau. Geh in die Knie, ist eine gute Idee. Sind die natürlich wieder verrutscht. Mach ich das gerade mal weg. Upsa. Koffer da raushole. Passt er da rein? Nee, das wird zu eng. Oi, Mann! Also wenn das automatisiert, also wenn ich den Job an jemanden vergeben könnte, also ohne Multiplayer meine ich, wenn man hier Aufgabe einfach nur an Personal weitergeben könnte, würde ich das machen? Weiß ich nicht. Manchmal vielleicht. Weil das ist halt der oft ein längster Akt. Hat bei anscheinend was zu tun. Aber ich will ja auch kein fauler Sack sein. Also was soll's.
Wenn das unser Job ist, dann machen wir das halt. Da fliegt nichts mehr rum, wir haben alles, ne? Machen wir Motor aus. Wie die da rumfliegen. Also sie können rausfliegen, ne? Also dann wundert man sich, dass die Kofferzahl nicht stimmt. Hier würde ich jetzt nicht reinfahren. Da wird das Gepäck eher abgeholt. Ich fahre immer gerne da vorne dran rein. Da bin ich direkt an der Gepäckabgabe. So, ich nehme auch immer gern das Band. Also ich meine, welches Band ist eigentlich egal. Tatsächlich ist es in dem Game wirklich egal. Oh, das geht mittlerweile ziemlich flott. Gepäckwagen lassen wir hier stehen, das ist gleich drin. Mal gucken, ob es passt. 16 und die 17. Jawohl. Oh, Ladegepäck und kann man gleich mitnehmen. Sehr gut, wir sind ja schon hier. Die WAW 11. Die gehen wir jetzt erstmal suchen. Wo die ist. Diese Reihe schon mal nix. Ah, hier. Okay. Koffer. Ich glaube, das reicht. Ich mach schon mal auf. Mal gucken, wie sie ankommen. Ich hoffe, sie kommen bald an. Ich habe da draußen noch mehr zu tun. Ja, wo hängt's? Ist noch kein... Die sind noch oben. Naja, jetzt können wir erstmal draußen das Kabinendach einfahren derzeit. Die Leute sind noch beim Check-in oben wahrscheinlich. Ja, wo sind wir dann? 15L hier. Und Tür wieder zu. Dann machen wir davon aus, ob besser. Mal sehen, wo wir hin müssen. Das reicht. Ah ja, was? Häng ich in der Treppe fest? So. Den machen wir vorsorglich wieder dran. Dass wir direkt zum nächsten Auftrag stürmen können. Meine Güte. Bleib doch.
Also das ist verbesserungsbedürftig, die Steuerung. Muss man schon sagen, das könnte besser gehen. Warum ist das so überblendet eigentlich? Also nachts ist die Karte hier dunkel, da kann man Details besser sehen, ne? Aber das ist so total überblendet mit dem Blau. Gibt's da Möglichkeiten irgendwie? Abstand? Nee. Ach so. Da wird das oben angelegt, was in der Nähe ist, okay. Karte drehen? Nee, aber die kann man leider nicht verändern, weil das ist sehr gräuslich, oder? Ja, jetzt kommen die Koffer auch. Waren die Leute noch beim Check-in oben? Dann haben wir nochmal so zwei Taschen. Sieht aus wie meine Kameratasche, wie ich als Kameramann noch unterwegs war. Genauso sieht so aus, so Kameratasche, ne? Die werden allerdings nicht, also ich hätte die mit Sicherheit nicht abgegeben. Und dass sie dann so wie hier in die Gepäckraum kommt, sondern das war, wenn dann Handgepäck, ist ja klar. Ist auch wieder das gekommen, bevor ich hinter das wäre mache. Also das ist wirklich so, ne, dass da mehrere Rutsche sind, nur wie die das handhabe, da kommt kein Gepäck mehr, wie die das handhabe, wo welches runterrutscht, das, ob das ein System hat oder nur zufällig, dass das alles so voll ist, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich arbeite in dem Bereich nicht. Und müsste ich höchstens jemand fragen, der da im Gepäckbereich arbeitet. Bisschen enger, da passe. Ja. Jetzt nach hinten geschoben, so. So. Die müsste eigentlich alle jetzt auf einen Waage draufpassen, werden wir hier gleich sehen. Nee, jetzt. Zack, einer muss doch irgendwo hängen. Da ist nix. Da ist nix, da hängt er da. Ah, da. Okay. Gehen wir auch zumachen. Und zurück. Gespannt, ob ich den Koffer wieder verloren habe oder jetzt, weil der jetzt hier ziemlich voll ist. Eigentlich sollte es nicht passieren, aber es ist schon vorgekommen, dass ich gemerkt habe, ein Koffer zu wenig. Halt, da sind wir. Werden wir ja sehen gleich. So, jetzt muss erst vorne wieder beladen werden. Dann muss natürlich schon wieder an sein. Und die Richtung wechseln, der muss nach oben. Ja. Jeweils 10 bis rein. Dann machen wir das auch.
Tja. Jetzt ist die Weihnachtszeit wieder gekommen. Und da ich auch Dienst habe, ich bin mal gespannt, was für Leute so an Heiligabend und an Weihnachten so unterwegs sind und fliege. Ich bin diesmal auch am Silvester am Arbeiten, weil ich es einfach mal sehen wollte. Und weil mein Dienstplan so fällt, ist halt so. Was für Leute, die stehen immer noch dahinter. Was für Leute fliegen direkt an Weihnachten permanent durch die Gegend? Neulich war schon ein Flugzeug drin. Das war, glaube ich, eine Condor-Maschine. Die flog, die wurde gerade fertig gemacht für Karibik. Da war ich oben drin. Da lief doch schöne Weihnachtsmusik drin. Also, ich weiß nicht. Ich hätte keinen Bock auf die Karibik in der Weihnachtszeit. Wenigstens genau die Weihnachtszeit hätte ich dann doch lieber gern weihnachtliche Stimmung und Schnee und so weiter. Aber dann, Januar, der ekelhafte Januar, meistens nass, kalt und so weiter. Da, Karibik, alles kein Problem. Aber Weihnachten, ich weiß nicht. Da kommt schon wieder ein Flieger an. Ja, was ist? Stehe ich oder? Ja, ich stehe. Kann ich mal einen dicken Kopf nicht rein. So, da können wir den gleich mal aus der Füße stellen. Den machen wir ja gerade wieder fertig. Genau, das ist jetzt 15L, da sind wir gerade bei. Der geht auf die 41, das ist eine Außenposition. Da kriegen wir nochmal einen Bus zu sehen auf, das ist gut. 41 ist, Moment. Da vorne. 1, 2, 3. Da fahre ich aber jetzt nicht ganz in die Nähe. Stellen wir uns am besten mal hier hin. Machen uns hier bereit. So, Tor aus. Jetzt sind wir ein bisschen. Upsa. Gehen die Knie, genau. Immer schön in die Knie gehen. So, da wollte ich hin. Machen wir erstmal das, was wir tun müssen. Ja, wenn der auf der 41 draußen, das ist eine Außenposition, dann wird er gleich Follow Me brauchen. Habe ich aber jetzt keine Zeit dazu. Na, wieder zurück, nächste. Kopfhörer an. Also das Licht von dem Himmel, von der Lichtfarbe ist gerade so ekelhaft. Der wirkt auch das ganze Spiel eben gerade so komisch. Der rollt alleine auf die Spur. Das ist gut, der Brauer geht Follow Me. Das muss ich mir eh, ich muss mir das nochmal angucken, wieder, warum, ob ich was vielleicht falsch gemacht habe, warum er mir nicht gefolgt ist. Motor aus, genau. Hab ich wieder was vergessen, hätte ich gleich machen sollen. Es war natürlich schon spät wieder. Nämlich, ups, dem
signalisieren, dass er das Triebwerk startet. Das wäre jetzt schon hochgelaufen, ne? Ja. Ja, schon wieder gut eine Stunde rum. So ein Schichtdienst macht schon Spaß, muss man schon sagen. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hier in dem Schichtbetrieb. Und freue mich auf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann machen wir hier direkt an Ort und Stelle weiter. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.